Ich möchte auch sagen, dass ich es sehr schwierig und auch schädlich finde, dass an Schulen bei der Deutschförderung so stark auf Segregation gesetzt wird. Da wurde ja auch schon ein bisschen dieses segregative Modell zurückgefahren. Die Forschung zeigt, das möchte ich hier sehr stark betonen, dass integrative Programme mit additiven zusätzlichen Ergänzungen am erfolgreichsten sind. Daher ist eben diese Perspektive Deutsch in allen Fächern, in der Ausbildung und in der Schule sehr wichtig. Ja, wir haben davon gehört, dass es jetzt Sommerkurse geben soll für die Kinder, die sich Deutsch als Zweitsprache aneignen. Es ist sicherlich gut, wenn es Angebote gibt. Allerdings haben wir auch gehört, dass diese Kinder und Jugendlichen, wenn ihre Deutschkompetenz als nicht ausreichend diagnostiziert wird, nicht eine Schulstufe höher steigen können im Gegensatz zu anderen. Das finde ich sehr problematisch, gerade unter dem Aspekt, dass Sprache sich am besten im Fachzusammenhang angeeignet wird. Ich halte es für schädlich, dass Kinder zurückgehalten werden, davon aufzusteigen und in den Fächern zu lernen. Hier gibt es noch weiteren Korrekturbedarf bei aller Begrüßung der Offensiven, die stattfinden sollen, und der Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit der Lernbedarfe im Bereich Deutsch als Zweitsprache. Vielen Dank.